eine Ameise. Sie sind extrem schwierig zu bestimmen. Ja. Aber das ist ein Yuppie. Man sieht das gut an der Frisur, oder? Ja, stimmt. Aber schau mal, die Zangen, die er hat. Kräftig. Ja, ja. Es ist eine Drohne, hm? Mit den Flügeln. Ein Männchen. Stimmt, ja. Ja, vielleicht hat es die Paarung schon hinter sich. Weshalb ist er erschöpft? Jetzt hat er schon keine Flügel mehr. Abgeworfen. Ja, macht sich aber noch hübsch. Ja, ein Knecht. Ja, ein ganz schwieriger Schauspieler, der Weberknecht. Also einer davon, es gibt ganz ziemlich verschiedene Arten. Viele verschiedene, ja. Ja, ich denke etwa 40 in Europa oder so etwas. Mhm. Oder in Deutschland. Bei uns weiß ich nicht einmal. Und das ist ja eigentlich eine Spinne. Aber er baut kein Nest. Also es ist ein Jäger? Ja, 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 er frisst andere Insekten. Schwieriger Schauspieler, weil er hat einfach lange Beine. Und ja, sie sind viel zu lang. Ja. Und wenn man dann etwas vergrößern will, dann ist immer ein Bein dazwischen. Ja, und das macht das Bild unscharf. Ja. Gut, er kann nichts dafür. Das ist so, ja. Aber sind wirklich gute Nützlinge. Weil sie andere Insekten fressen. Ja, und ich denke, sie fressen auch tote Insekten. Schau mal, diese freche Fliege. Ja, ja. So klein wie sie ist, hä? Hat sie nicht beeindruckt. Ein großer, dicker Bauch. Ob das ein Weibchen ist? Keine Ahnung. Hier ist wieder ein Bein zwischen uns und der Linde und dem Weberknecht. Aber hier sieht man gut die runden Augen. Sie können eine Rundumsicht machen. Ja, aber sie können nicht Stereo sehen oder dreidimensional, so wie wir. Ja. Weil die Augen sind seitwärts beide, oder? Ja, ja. Wie setzen Sie das Bild im Kopf zusammen? Das weiß ich nicht. Sind das einfach zwei Bilder, oder? Ein Panorama. Andere Insekten reinigen ihre Fühler und er reinigt sein Bein. He? Ja, ja. Also vielleicht nimmt er mit dem Bein die Duftnoten wahr. Das könnte sein, ja. Sie können die Beine auch abwerfen. Wenn ein Vogel ein Bein erwischt, kann er das Bein abwerfen. Und er kann so überleben. Also fliehen, hä? Ja. Ja, unser heutiger Star. Genau. Noch etwas scheu, aber doch interessiert. Ganz interessiert. Die Lauchschrecke. Ein schönes Grün, hä? Sie ist ganz schön, diese da, ja. Das gefällt mir sehr gut, dieses Grün. Sie sind nicht alle so schön gefärbt. Ja, es gibt auch mattere. Ja, ja. Aber das Kennzeichen da ist der schwarze Streifen. Vom
vom Auge nach hinten. Ja, der ist speziell bei diesen. Und es ist auch eine große Schrecke. Das Weibchen ist so circa 3 Zentimeter. Und das Männchen um die 2 Zentimeter. Ja, diese hier ist etwas weniger gefärbt, ja? Nicht so dunkelgrün, ja, nicht etwas so dunkel. Heller. Ja. Ja, das ist eine von ihren Beschäftigungen, immer die Führer sauber halten. Sie hat uns hier demonstriert, wie man einen Stängel frisst. Und ich fand das schon noch speziell. Erstens, weil es ist ein fast dürrer Ast oder Zweig. Ja, schon fast verdorrt. Ja, dass sie nicht das Saftige nimmt, sondern eher das Holzige. Und wie sie es abkneift. Also sie sticht oben rein und frisst dann nach unten. Ja, man würde denken, sie müsste von unten nach oben. Oben, ja, Käfer fressen. Ja. Kneifen das so seitwärts ab und sie sticht da richtig hinein. Also sie hat ein ziemlich scharfes Mundwerkzeug. Sie haben Zähne, oder? Ah, nein. Die Heuschrecken? Ja, die haben doch keine Zähne. Ich bin nicht sicher. Sie sagen, sie müssen sie zum Zahnarzt. Also Und jetzt wandert sie nach unten. Sie sind zwar weit verbreitet, aber eigentlich selten. Auch selten, ja. Ja. So sieht sie von oben aus. Also sie kann, eventuell kann sie dreidimensional sehen. Ich denke, das ist noch ein jüngerer, oder? Ja. Und was ist das auf dem Auge? Ist es eine spezielle Linse, die da nach oben zeigt, um Vögel zu erkennen, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder ist es ein Defekt? Ja, es ist beidseitig fast gleich. Ja. Also das ist vermutlich eine Linse. Sie sehen schon drollig aus. Ja, ja. Aber sie sind immer neugierig. Sie schauen immer auf die Linse. Ja. Und hier durfte ich die Geburt filmen. Genau. Sie hat mich die ganze Zeit angeschaut und hat da ihre, ja, wie sagt man dem? Man behauptet ja, es seien Eier. Ja, sie sagen eine Ootek. Ja. Das ist so etwas wie eine Verpackung, wo sie die Eier anscheinend verpacken. Und ich habe gelesen, etwa 15 Eier so in einer Ootek. Allerdings gibt es dann wieder Heuschrecken, die stechen die Eier einzeln in Blattstängel ein. Ja. Sie haben Legebohrer. Ja, das ist anders, ja. Hier sieht man das. Also ich glaube nicht, dass das Eier sind. Ich vermute eher, das ist eine Larve in einer Haut, vielleicht in einer Plazenta oder so etwas. Es sieht fast so aus, ja, ja. Wie eine lebende Geburt. Beinahe, oder? Mhm. Aber gelesen haben wir nichts über das wirklich, nur diese Ootek. Ja,
Aber das ist nicht ein Eiballen. Man sieht vorne die Augen beidseitig, oder? Den Körper. Also das ist schon eine Larve. Und ich. Ja, es scheint ziemlich anstrengend zu sein. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass so fast wie Wehen hat sie da. Ihr Hinterteil ist auch so speziell mit diesen zwei oberen und unteren Klammern. Ja. Sie kann das wirklich weit öffnen. Ja, wenn wir Wissenschaftler wären, hätten wir das nachher gesucht. Und untersucht. Und untersucht, ja. Und dann hat sie das, diese Larve. Runtergeworfen. Auf den sicheren Boden. Ja, von der Sonne weg, damit sie nicht austrocknet. Ja. Und sie hat mich immer wieder angeschaut und dazu irgendetwas erzählt, aber das habe ich nicht richtig verstanden. Aber das hat sie nicht gestört, hä, dass du gefilmt hast? Nein, ich dachte, ich bin eingeladen, um zuzuschauen. Also okay. Sie hat sich auch nicht versteckt oder so, sondern sie hat sich sehr schön präsentiert. Ja. Und das war natürlich schon faszinierend und interessant, das zu beobachten. Ja, du hast auch sehr lange gefilmt dort. Ja, fast eine Stunde. Ja. Und sie hat vier oder fünf von diesen Paketen abgelegt. Das heißt, auf den Boden geworfen. Ja, ich denke, einen hast du verpasst, weil du musstest noch den Akku wechseln. Ja, genau, da habe ich ein bisschen geflucht. Gottfried Stutz, sagt man. Oder? Ja, Gottfriedli. Ja. Hier ein weiteres Paket. Aber das ist jetzt dunkel, fast schwarz. Das sieht anders aus. Das sieht fast so aus, als wäre es abgestorben. Ah, man hat nicht so genau gesehen. Ja. Und dann wieder diese Krämpfe. Mhm. Ja, wie Kontraktionen. Wie Kontraktionen, so. Ja. Das habe ich irgendwie verpasst. Ich habe mich da auf das Hinterteil konzentriert. Aber das ging teilweise durch den ganzen Körper. Ja. Diese wie Kontraktionen, Pressbewegungen. Ja. Das ist wieder hell, ja. Hellbraun. Man sieht keine einzelnen Eier. Nein. Also ich denke, das ist nicht kein Eipaket, sondern da ist wirklich eine einzelne Larve. Schon recht gut entwickelt drin. Kann sein. Also ich habe das so gesehen. Aber eben Wissenschaftler wissen das vielleicht besser. Ja. So sitzen wir halt manchmal stundenlang vor etwas und schauen der Dame zu.
So hat sie mich immer wieder angeschaut. Ja, mit bestem Dank an diese Dame. Das wär's. Bis später. Bis dann.